Dann kommt niemand zu Schaden. So. Haben Sie nichts Stärkeres als diese paar Luschen? Ja, herzlich willkommen, meine kleinen Täubchen. Da sind wir auch wieder zu Disney Infinity 3.0 Star Wars: Das Erwachen der Macht. Ja, wie sehen wir Kylo Ren? Und es blinkt eine 8 bei ihm. Ja, ich habe es mir erlaubt, Kylo Ren ein bisschen zu leveln. Das habe ich abseits von euch gemacht. Damit wollte ich euch jetzt nicht penetrieren. Das ist aber auch ja, die einzige große Weiterentwicklung. Die aber auch gar nicht so groß ist. Er spielt sich ein bisschen wie Darth Vader, vielleicht ein Ticken agiler und er hat definitiv das coolere Lichtschwert. Ja, ich werde mal bei Twitter eine Umfrage starten, ob ihr lieber Darth Vader oder Kylo Ren in Aktion sehen wollt. Mir ist persönlich beides recht, aber mal schauen, was euch so mehr interessiert. Könnt ihr mir auch in den Kommentaren natürlich sagen, gar keine Frage. Werde ich dann sogar doppelt. Ha, ha, ha. Ja, wir haben noch einen Auftrag zu erledigen für Hans Schmuggler-Kollegen. Das war diese Aktion hier auf Mars, auf dem Mond. Da müssen wir jetzt einfach mal hin. So, dazu brauchen wir die Sternenkarte. Es ist nämlich der Weltraum über Takodana. Genau, das ist es ja schon. Also noch ein Schiffchen, nehmen wir den. Der ist ja ganz schick. Ja, und dann haben wir diese drei Quests auch erledigt. Gut Ding will Weile haben. So, warum ist ein bisschen... Oh, nein, halt. Ich meine, die Farbe ist schon mal richtig. Ja, hier gibt es auch kleinere Missionen. Also, ich glaube, 9 Missionen oder so zeigt der Weltraum über Takodana an. Das können auch solche Luftmissionen sein. Aber es sind halt Nebenmissionen im Regelfall. Die kann man machen, muss man aber nicht machen. Ja. Ich bin ja persönlich nicht so überzeugt von, die alle zu machen. Von daher. Es sei denn, ihr schreibt, dass ihr das unbedingt alle sehen wollt, dann. Ich will ja gar nicht hier landen. So, geht doch. Macht er automatisch. Ja. Hier sehen wir ein bisschen Energie und ein Pfeil. Das ist der Elfenauftrag, das Männchen. Die Suchdruiden werden langsam etwas neugierig, wenn du mich fragst. Meinst du, du könntest sie für mich loswerden? Ja, ist wahrscheinlich das ist eine Schießquest, oder? Ja. Ehrlich gesagt, sehe ich die nicht mal. Das macht die Sache schon nicht leicht, ja, aber. Wo sind die denn? Ah, ja, hier. Kein Suchdruide im klassischen Sinne, aber trotzdem ein Ding, das wir töten wollen. Ich glaube, die Suchdruiden befinden sich da auf dem Mond. Das ist dann nicht so doll, aber wir. Yay, wen haben wir denn hier? Boba Fett! Genial! Boba Fett, das alte Schlachtschiff. Ihn könnten wir jetzt auch spielen, ihn habe ich aber nicht, deswegen können wir nicht spielen. Aber wir könnten ihn spielen, welchen hätte, können wir ihn spielen. So, hier geht es jetzt offensichtlich schon ab. So, ja, und das geht ja gut los. Kann man auch den Block. Wo denn? Da. Boah, also, es geht ja ganz schön ab. So, ein bisschen Energie noch bekommen. Schieß schon, schieß. Ah, sieht ziemlich lästig aus, ne? Nehmen wir selbst. So. Oh nein. Er ist natürlich sehr agil, das ist ein großer Vorteil vielleicht gegenüber Darth Vader. Da fällt er nicht ganz so viel aus, habe ich den Eindruck. So, eine Bombe, da wollen wir nicht hin.
Das interessiert doch gerade gar keinen. Hey! Das wäre jetzt mies. Das kommt mir irgendwie schwer vor. Hey, der dreht sich weg. So, in Klump gehauen. Hui, und da sind wir auch. Zack. Und yeah. So. Den haben wir auch zerbumst. Da, du. Boah, sind ziemlich viele. Die Erholung bringt leider nichts, wenn wir da zu langsam sind. So, ihr seht schon, diese Schlacht ist nicht so einfach. Das sind ein paar andere Kaliber als so die Tröten, mit denen wir es bis dato zu tun hatten. So, ein bisschen Energie eingesammelt, das ist schon mal schick. So, und haben wir ihn jetzt weg? Ja, ihn haben wir auch weg. Oder kommt die Mine? Ja, das hat nicht geschmeckt. Wie kommen denn da noch? Wahnsinn. So, den haben wir noch. Das war's. Gut gemacht, die Fürsage. Schuld dir was. Also, da du ja bereits hier bist, um meine Schutz zu beleuchten, sagen wir einfach, wir sind quitt. Na, wunderbar. Also, Missionsdetails. Ah, Level up, nett. Aber wir hätten irgendwie ein bisschen mehr auf höherer Schwierigkeit abschließen müssen als Nebenziel, um da 3 Sterne zu bekommen. Na gut, wenn es denn sein muss, irgendwann machen wir das nochmal. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendwie was Cooles uns kaufen können. Ja, ist nicht so geil. Block bei richtigem Timing einen Nahkampfangriff. Ja, gut, kann man immer gebrauchen. Bisschen Schild, bisschen. Und ein bisschen mehr Leben. Er hat ja nicht so viel Leben, ne? Der oder Kylo. Da scheint er eine gewisse Schwachstelle zu haben. Aha. Auch nicht schlecht. Aber machen wir beim nächsten Mal. So. Ja, das war das. Dann können wir jetzt eigentlich auch wieder zurück. Es sei denn, der lässt uns nicht. Der lässt uns nicht. Achso, Schiff anzählen, natürlich. Und dann wollen wir zurück zu Takodana und dort gucken, dass wir unseren Schmugglerkollegen mal auf den Pott setzen, damit der wiederum unsere Probleme mit Han Solo bzw. Han Solo hilft. Das wäre sehr wünschenswert für uns alle. Das würde mich sehr glücklich machen. Diese Szene hätte man auch ein bisschen verkürzen können, dieser Anflug. Oder man hätte ihn auch so machen können, dass man ihn wegdrücken kann. Das geht leider nicht. Keine Chance. Wir müssen damit leben, dass er so lange anfliegt. Ja. Und sonst so? Ja, das ist mir bei einer kleinen Mission passiert, diese Rampen dahin zu bauen, bei einer Nebenmission. Spielt keine große Rolle. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch die nochmal zeigen, aber es war Pillepalle. Als ich Kylo Ren gelevelt habe, habe ich aus Versehen eine Quest angenommen, von der ich dachte, ich hätte die schon mal erledigt gehabt, aber war gar nicht so. Das Schöne ist, durch das Missionslogbuch kann man jede Quest wiederholen. Also wenn ihr irgendwie Bedarf nach Nebenquests habt, einfach mal kurz schreiben, dann kriegen wir das alles hin. So.
Weil hier plane ich im Rahmen des Let's Plays eigentlich mich mehr auf die Story zu fokussieren, als unbedingt die Ziele Nebenquests zu zeigen. Es gibt schöne, es gibt weniger schöne, wie immer. Endlich! Gut, ich sag Bescheid, dass du kommst. Geh zum Kastell, man wird dich herzlich empfangen. Uiuiui! Ui, ui. Endlich! Ja, schön. Eine Kantina. Mal gucken, ob da auch die obligatorische Musik kommt, die immer kommt. Oh ne, eine Holospielmaschine, das ist ganz witzig. Da kann man Minispiele drauf spielen. Die haben wir immer mal wieder freigeschaltet, wenn ihr euch erinnert. So sieht's halt aus. Wir können eigentlich eine Runde spielen. Ich weiß nicht so ganz, was das ist, aber wir machen einfach mal Scharmützel im All. Oder X-Flügler-Asteroiden-Begegnung. Einen davon hatte ich. Ja. Gut, starten wir mal. Hab's mir das noch nicht angeschaut. Durchfliege das Asteroidenfeld und kämpfe dabei gegen das Imperium. Punktwerte. Ja, Gott. 3, 2, 1, go! Bleibt wachsam! Wir müssen das Imperium besiegen! Ah ja. Das ist nett gemacht. Das ist ein bisschen. Ach du meine Güte, Asteroids-mäßig. Was ist das für Asteroiden? Ich glaube, die kriegen wir nicht gar nicht kaputt. Die sind ja riesig. Ziel ist es, so viele Imperiale zu zertrümmern wie Zeit geht. Verlängert. Ah, 15 Sekunden länger müsst ihr das an euch antun. Ein Schild. Man klingt wie aus der Blase. Nochmal 15 Zeit Sekunden. Verlängert. Genial. Und noch ein Schild. Laser. Oh, den Laser. Piu, piu, piu. Das jetzt. So, mit deinem. Maximaler Multiplikator. Ja, wir sind die Killer. Haben wieder Schild. Da hinten ist wieder Zeit. Zeit verlängert. Und da ist noch irgendwie was. Bemerkenswert. Laser. Man scheint immer nur Laser oder Verteidigung haben zu können. Ist ein bisschen gay. Laser scheint mir stärker. Maximaler Multiplikator. Was ist das? Oh, Zielsuchraketen. Auch gut. Maximaler Multiplikator. Der Laser flasht mich ein bisschen mehr. Schilde. Schild ist nicht so geil. Da tötet man zu wenig. Letztlich geht es ja darum, dass wir Gegner töten. Laser. Wir verlieren den maximalen Multiplikator. Maximaler Multiplikator. Den wir mit dem Laser ratzfatz bekommen. Ne? Oh, ziemlich cool, würde ich sagen. Zeit. Zeit verlängert. Ah, da kriegen wir den Laser wieder. Ja, haben wir ihn schon. Laser. Den Laser kann man sich halt so schön durchnehmen. Maximaler Multiplikator. Leben haben wir noch mehr als genug. Das ist nicht so weiter gravierend. Das Zeit. Und das Reden, ja. Zeit verlängert. Ah, da können wir dafür den. Da bin ich. Laser. Also wir sind mega drauf. Wir haben theoretisch erst 50% der Zeit rum. Maximaler Multiplikator. Zeit verlängert. Also gar nicht lange zielen, habe ich den Eindruck. Einfach ballern. Laser. Und sonst mit dem Weglasern, was da ist. Was tot ist, kann uns keinen Schaden machen. So sehe ich das. Maximaler Multiplikator. Laser. Und wieder der Mega-Laser. Erste Zeit, die wollen wir Zeit auf jeden verlängert. Fall haben. Ja, das Asteroid. Ih. Das wollen wir gar nichts haben. Ah, scheiße. Die Schilde, die bringen nichts. Maximaler Multiplikator. Da habe ich ja noch so eine Art Minenfeld, oder? Was ist das? Han Solo wäre stolz auf mich. So, wo ist das nächste Power-Up? Hier. Zeit verlängert. Eine Zeit. Und da will Laser haben. Maximaler Multiplikator. Ja. 23.000. Maximaler Multiplikator. Laser. Das geht gut ab, würde ich sagen. Hier haben wir nochmal Zeit. Zeit verlängert. Ja, die Torpedos sind ja auch nicht schlecht. Maximaler Multiplikator.
kann man auch mal ein bisschen im Leben schießen. Laser geht aber knallt mehr. Mein Eindruck. Das finde ich ganz fetzig, muss ich sagen. Nochmal 15 Sekunden. Maximaler Multiplikator. Zeit hier alles platt zu machen, was geht. Laser. Davon gibt es offenbar ein paar mehr Minispiele. Maximaler Multiplikator. Wenn man ein paar Highscores knacken kann. 19 Sekunden. Jetzt habe ich einen Laser. Zeit verlängert. Und Zeit verlängert. Und wieder der maximale Multiplikator. Ah, jetzt habe ich keinen Rekord mehr. Schade. Zeit. Aber erstmal. Laser. Ja, erstmal den Laser holen, damit der locker zur Zeit kommt. Zeit verlängert. So, Rumsdi Bumsdi! Ja. Irgendwas, ja, das ist die Zeit. Das sind offenbar einmal spezielle Schiffe, die die Power-Ups mit sich tragen. So, da ist das Schild, das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Schaden. Wie immer gilt, was tot ist, kann es nicht mehr gefährlich werden. Maximaler Multiplikator! Das ist das Zeit, da können wir mal hin. Ja, Zeit nehmen wir mal mit. Ja, Torpedo ist auch gut. Maximaler Multiplikator. So, Rumsdi Bumsdi, sage ich dazu. Und wieder Laser. Wieder Laser. Maximaler Multiplikator. Und das nochmal Zeit. Sehr gut. Also wer Asteroids gespielt hat, oder mal im Berliner Computerspielmuseum war, da kann man es spielen. Maximaler Multiplikator. Das Laser. Fühlt sich ein bisschen so an, scheut sich nur leichter. Verlängert. Und es ist auch deutlich leichter als das Ur-Asteroid, was ja gar nicht so einfach ist. Laser. Ja, so, jetzt machen wir mal alles tot, was da ist. Torpedos. Ja. Nehmen wir auch mit und haben die Zeit. Nein! Commander-Level ja. Erreicht. Commander-Level, yeah. Neuer Highscore. Ja, auch erster Highscore. Und das gab sogar EP. Das gab EP. 45.000. Sagt mir mal, ob, wer das gespielt hat, ob ihr, wie auch euer Highscore war bei dem Spiel. Also zumindest mal beim ersten Spielen. Jetzt beim zweiten Mal können natürlich auch vielleicht ein bisschen höher sein. So, würde mich mal interessieren. So, jetzt machen wir mal den Gegenschlag. Bisschen. Wenn du musst es eigentlich heißen, aber egal, aber wenn Kylo mit Dreieck angreift, wenn du mit Kylo Dreieck angreifst, nachdem du einen Nahkampfangriff abgewehrt hast, führst du einen Schlag von hohem Schaden aus. Gut, das muss man sicherlich merken. Aber wir kommen gleich drum herum. Erst können wir. Na egal. Ja. Jetzt mal mit ihm reden, mit der Druidenkeule hier. Solo. Schön zu sehen, dass du dich hier noch rumtreibst. Was benötigt ihr? Wird ganz schön eng. Und wir könnten Hilfe brauchen. Natürlich. Bitte komm doch mit. Hab ich doch gesagt. Du kannst mir immer vertrauen. Der Tusse kann man, glaube ich, nicht vertrauen. Also, die horchen uns ja alle ab. Was ist los mit dem Kerl? Wir haben den Druiden geortet. Soll ich fortfahren? Sehr schlimm. Ich glaube nicht, dass ich schon mal so viel gegessen habe. Mit Ankers Entlohnung konnte ich mir früher kaum Sand zum Essen leisten. Nun, da hast du deine Dankbarkeit. Anker, wie... Ich habe meine Verbindung. Außerdem habe ich ein imperiales Ortungssystem an diesem Schrotthaufen von Schiff angebracht. Na super. Ein Schrotthaufen, wenn ich muss. Oh, jetzt kommt die Krötenarmee an. Ihr geht mir wirklich auf die Nerven. Na, die sind ja nicht zusammen. Oh! Der ist tot. Nein! Oh, meine One-Hitted die ja schon. Wir kommen da noch. Das lasse ich nicht zu. So, das soll ich Gott sei Dank alles tröten, die nichts können. So, Ankerchen. Hey, wollte ich gar nicht. Ich will Ankerchen umhauen. Bleib auf Abstand! Dann kommt niemand zu Schaden. So. Haben sie nichts Stärkeres als diese paar Luschen? Die... Hey,
Ah! Ja, ich weiß. Das ist mir auch egal, ob das gewartet wird. Ich will hier nur spielen. Narren, haltet sie auf! So. Oh ja, jetzt kommt Big Daddy. Oder auch Sugar Daddy. Was? Wie kann das sein? Oh nein! Ha, das wird Ihnen eine Lehre sein. Ja, glaube ich nicht. Oh. So. Ihr Idioten! Sie gewinnen! Wir müssen aufpassen, der Typ ist bitter. Ah, jetzt haben wir ihn mal auf mal lahm gelegt, wie ich sage. So. Ein bisschen Energie. Oh, jetzt war ein Explosionsfass. Das könnte eigentlich auch. Mir den Droiden. Ja, du hast überhaupt nichts zu melden. Daumen. Ich wollte halt das Fass werfen. Was hat der Typ für ein Problem? Ah. Der Typ ist mal mega riesig. Ich mag das. Der macht die Sache nicht einfacher. Leider habe ich auch keine Fernkampfwaffe, um dem einzuheizen. Das wäre die Sache ja deutlich vereinfacher. Haltet sie auf! Ja. Oh. Schnappt euch den Droiden! Fernkampf ist das ein bisschen doof, muss man sagen. Nicht mehr so mutig, was? Naja. Wenn Inferno warten, bis er anrennt und dann. Er darf BB-8 nicht kriegen. Das stimmt. Der Meinung bin ich eigentlich auch. So, in Stücke geschnitten, den Typen. Da kann er noch so riesig sein. Gegen mich kommt er nicht an. Bitte entfernt diesen Mann. Netter Versuch, Anker. Die erste Ordnung. Sie haben's getan. Oh nein. Sieh nur. Oh. Wir kriegen gleich Besuch. Ray? Oh, eine Kiste. Ein Lichtschwert. Das wird der ersten Ordnung gefallen. Oh, 3 Sterne! Wieso das denn? Besiege Anker und seine Schläger. Schließt du die Mission ab? Ohne. Das kann man jetzt nicht lesen. Weil der blöde Tattler da im Weg ist. Na, super klasse. Gut, und offenbar ein Zeitlimit. Finnkel ist das Lichtschwert benutzen. Mittler ist auch in der Toybox verfügbar. Hervorragend. Deswegen auch mal ganz kurz wissen. Warum wir jetzt 3 Sterne bekommen haben eigentlich. Prügler im Speiser. Ohne besiegt zu werden, schließt du innerhalb des Zeitlimits ab. 4 Minuten. Gefühlt war das länger. Na gut. Spannende Mission. Schön, dass Finn das Lichtschwert benutzen kann. Schauen wir uns aber in der nächsten Episode an. Denn jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ich sage dann mal, dann bis dann. Ciao, ciao. Hallo, meine kleinen Täubchen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Denn wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und gerne auch einen Kommentar drunter. Und falls das nicht geschehen, auch ruhig das Abonnieren nicht vergesse. Hier findet ihr auch so ein paar Kontaktinformationen zu mir. Ja? Twitter, Facebook, Instagram, den ganzen Kram. Da findet ihr ein paar andere Videos. Schaut ruhig mal rein. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.